Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 60, Aktuelle Stunde der Fraktion der AfD, FITZ, Frankfurter Innovationszentrum Biotechnologie GmbH, was es bringt und was es kostet. Als Erstes hat sich der Abgeordnete Vohl von der AfD-Fraktion zu Wort gemeldet. Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Erst versuchte man, die Biotechnologie aus Hessen zu vertreiben, und nun wird sie durch Mietsubventionen gefördert. Doch von Projekten wie dem FITZ ist außer Mitnahmeeffekten nicht viel zu erwarten. Wie viele der Mieter sind denn tatsächlich Start-up-Unternehmen? Im Haushaltsausschuss war man hierzu nicht sprachfähig, wollte aktuelle Daten nachliefern. Wir sind gespannt. Wir sollten uns klarmachen, dass derartige Eingriffe oftmals unter dem Strich zu Kosten führen, denen kein entsprechender Mehrwert gegenübersteht. Sie wissen ja, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Man sollte von staatlicher Stelle tunlichst vermeiden, Einfluss auf Investitionsentscheidungen der privaten Wirtschaft zu nehmen. Wir, die Landtagsfraktion der Alternative für Deutschland, sehen es gerade nach den jüngsten Vorkommnissen rund um die Arbeiterwohlfahrt als unsere primäre Aufgabe an, immer dann nachzuhaken, wenn sich der Verdacht des unachtsamen Umgangs mit Steuergeldern einstellt. Im konkreten Fall entzündet sich die Empörung zu Recht daran, dass sich der amtierende Finanzchef auf Kosten des Steuerzahlers mit einem Master of Business Administration für weitere Aufgaben qualifizierte, wobei Studienkosten in Höhe von 60.000 € unauffällig gestückelt unter der Zustimmungsgrenze des Aufsichtsrates zur Abrechnung gebracht wurden. Ebenso konnte nicht schlüssig dargestellt werden, welche Termine ursächlich für Dienstreisen waren bzw. ob eben diese mit privaten Besuchen verbunden waren. Würde das FITZ nicht mit öffentlichen Mitteln arbeiten, wäre dies vermutlich alles kein Thema. Die Geschäftsführung musste sich gegenüber einem privaten Investor rechtfertigen. Aber in diesem Falle müssen wir uns nun auf das Urteil unserer Landesvertreter im Aufsichtsrat verlassen. Aber keine Sorge, die angehäuften Verluste in Höhe von 47 Millionen €, sehen Sie sich die Bilanz 31.12.2018 an, allein bis zum Jahre 31.12.2018, im Jahr 2020 werden sie wahrscheinlich noch höher liegen, die scheinen es wirklich wert gewesen zu sein. Der Herr Ministerpräsident in seiner Funktion als perfekter Sachwalter des hessischen Steuerzahlers soll angesichts der Errungenschaften des FITZ auf den Gebieten der Ayurveda und des Yogas von ungewöhnlichen, wegweisenden Projekten, die uns wirtschaftlich voranbringen, gesprochen haben. Die FITZ haben das jedenfalls nicht vorangebracht. Dieses war zum 31. Dezember 2018 bilanziell mit 3,5 Millionen € überschuldet. Gerade weil sich die Frage der Sinnhaftigkeit solcher Unternehmungen mit öffentlichen Mitteln stellt und als Erfolgskriterium eben nicht allein der Gewinn dienen kann, ist bei der Mittelverwendung, also bei der Verwendung von Steuergeldern, besondere Sorgfalt an den Tag zu legen. Wie im Haushaltsausschuss und im Unterausschuss für Finanzcontrolling mehrfach betont wurde, hätte es den Vertretern des Landes im Aufsichtsrat zu gut zu Gesicht gestanden, hier für Transparenz bei den Dienstreisen der Geschäftsführung zu sorgen. Die zur Schau gestellte Ahnungslosigkeit und die Ausflucht, dass Dienstreisen normalerweise nicht Gegenstand der Aufsichtsratssitzungen sind, hat in diesem Fall einen sehr merkwürdigen Nachhall und zeigt einmal mehr, weshalb sich Öffentliche nicht auf derartige Abenteuer einlassen sollten. Umso mehr möchte man der Geschäftsführung des FITZ gerade im Hinblick auf die Abrechnung von Studiengebühren, die sich wohl mit Spesen für Seminarbesuche, Unterkünften und Ähnlichem in Summe an der Zustimmungsgrenze bewegen dürften,
mit auf den Weg geben, dass nicht alles, was legal ist, auch legitim ist. Dies gilt umso mehr, wenn es sich hier um Steuergelder handelt. Zu den Aufsichtspflichten. Dies ist keine normale Situation. Es steht der Verdacht im Raum, dass sich die Geschäftsführung des FITS selbst Vorteile gewährte bzw. in unzulässiger Weise Privates mit Dienstlichem verquickte, sodass Ausgaben für eigene Vorhaben zulasten des Steuerzahlers abgerechnet werden konnten. Wir fordern daher insbesondere den Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn Ministerpräsidenten Bouffier, umgehend auf, hier für brutalstmögliche Aufklärung zu sorgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Schalauske von der Fraktion DIE LINKE zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Im guten alten Duden, da heißt es, jemand, der an Unternehmungen anderer Anteil hat, davon zu profitieren versucht, ohne selbst etwas dafür zu tun, einen solchen jemand bezeichnet man im Duden als Trittbrettfahrer. Mit Blick auf die Diskussion um das FIZ ist die AfD mit ihrer Aktuellen Stunde nichts anderes als ein Trittbrettfahrer und als Trittbrettfahrer unterwegs. Als wir letzte Woche im Haushaltsausschuss aus Anlass eines dringlichen Berichtsantrags der FDP-Fraktion – und gut war es, dass es diesen Antrag gab – immerhin anderthalb Stunden über den Verdacht von Unregelmäßigkeiten beim FIZ diskutiert haben, ja, was haben denn da die Vertreter der AfD-Fraktion gemacht? Ich will es einmal ungewohnt freundlich ausdrücken, nicht gerade mit Aufklärungseifer geglänzt. Normalerweise sollte man das auch gar nicht gesondert kommentieren. Aber wenn Sie sich jetzt hier versuchen, mit dieser Aktuellen Stunde besonders gut darzustellen, dann muss das einmal gesagt werden. Aber wahrscheinlich waren Sie letzte Woche mehr damit beschäftigt, missliebige Fraktionskollegen zu bespitzeln und interne Dossiers zu verfassen. Jetzt aber zur Sache. Unter der vielsagenden Überschrift »Nächte in Addis Abeba« berichtete die Wirtschaftswoche vor geraumer Zeit über Unregelmäßigkeiten beim Frankfurter Innovationszentrum Biotechnologie, kurz FIZ. Jetzt fragen sich vielleicht einige, FIZ, da war doch was? Richtig, beim FIZ handelt es sich um eines der großartigen Leuchtturmprojekte des ehemaligen hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch. Ja, genau, Roland Koch, das war doch der mit den schwarzen Koffern, den jüdischen Vermächtnissen, den ausländerfeindlichen Wahlkämpfen. Das war doch der, der unser Uniklinikum verkauft hat, der mit Leo 0, 1 und 2 Landesliegenschaften im großen Stil privatisiert und zurückgemietet hat. Und überhaupt, das war doch der Roland Koch mit dem großen festen Glauben an die freie Wirtschaft. Wobei, in der freien Wirtschaft war er dann ja nicht mehr ganz so erfolgreich, aber das ist nur ein anderes Thema. Ich sage nur B wie Billfinger. Das FIZ ist übrigens auch so ein Projekt der freien Wirtschaft. Es geht nämlich um die Förderung der freien Wirtschaft mit öffentlichen Mitteln und öffentlichen Geldern. Als PPP-Projekt ist das Land Hessen mit 40% beteiligt, 40% Stadt Frankfurt, 20% IHK. Im Aufsichtsrat sitzen prominent vertreten Ministerpräsident Volker Bouffier, Staatsministerin Angela Dorn und Staatssekretär Dr. Worms. Die Landesregierung findet das FIZ, das ist ein großes Erfolgsmodell der Wirtschaftsförderung, was sie nicht so gern erzählt. Das können Sie dann in der Wirtschaftswoche lesen. Seit der Gründung im Jahr 2002 hat es nur einmal Gewinn gegeben. Seitdem gibt es Verluste von insgesamt rund 20 Millionen. Ein ganz schöner Zuschussbetrieb, dieses FIZ. Da hilft dann auch kein Verweis aufs Grundstück. Oder wollen Sie danach das Gelände wieder verkaufen? Zuschuss bleibt Zuschuss. Aber wen stören denn schon diese Verluste? Das Finanzministerium jedenfalls nicht. Hier sagt man lapidar, na ja, das FIZ, das sei ja gar nicht auf Gewinnerzielung angelegt. So viel, meine Damen und Herren, zum verantwortungsvollen Umgang mit öffentlichen Geldern, der ja hier immer so gern gepredigt wird. Aber na ja, was soll man denn auch von einer Partei erwarten, die in Kassel-Calden ja auch schon mal einen Flughafen gebaut hat? Noch so ein Leuchtturm aus der Ära Koch, aber noch mal ein bisschen ein anderes Thema.
Die Wirtschaftswoche jedenfalls, die berichtet über fragwürdige Dienstreisen, kostspielige Weiterbildung. 60.000 Euro hat sich der Geschäftsführer für eine Weiterbildung in der Schweiz genehmigt. Da können normale Studierende nur mit den Ohren schlackern. Die Landesregierung erklärt, na ja, keine Verstöße gegen den Gesellschaftervertrag, keine Verstöße gegen Anstellungsverträge, eine Zustimmungspflicht des Aufsichtsrats hätte es ja auch nicht gegeben. Mag ja alles sein, aber was ist eigentlich mit Ihrer Kontrollaufgabe im Aufsichtsrat? Wie unsere Nachfragen ergeben haben, haben Sie sich nicht mal eine Liste von Dienstreisen geben lassen. Na, das ist doch nun wirklich mangelhafte Aufklärung. Und, meine Damen und Herren, deswegen muss sich die Landesregierung eigentlich mindestens und überhaupt fragen lassen, ob die Aufsichtsratsmitglieder vollumfänglich da ihrer Aufgabe gerecht geworden sind. Aber zum Schluss doch die zentrale Botschaft. Die Presseberichte um die Unregelmäßigkeiten, die zeigen doch eines. Schluss und Finger weg mit den einstigen Leuchttürmen von Roland Koch, Finger weg von PPP-Projekten, insbesondere zur Wirtschaftsförderung. Wir finden, es darf nicht sein, dass mit öffentlichen Geldern fragwürdige, kostspielige Dienstreisen und Weiterbildung finanziert werden, dass schwarz-grüne Regierungsvertreter im Aufsichtsrat staunend zuschauen und der Gesetzgeber aufgrund der privatrechtlichen Gesellschaftskonstruktion keine adäquaten Kontrollmöglichkeiten hat. Deswegen, statt öffentliche Mittel in undurchsichtigen PPP-Projekten zu versenken, wäre es besser, die Gelder in öffentliche Forschung, in öffentliche Einrichtungen zu stecken. Da sind sie besser aufgehoben. Und die FDP, die die Aufklärung ein bisschen mit angestoßen hat, sollte sich zumindest fragen, dass sie die Einrichtung des FIZ mit ihrem damaligen Minister noch ziemlich groß gefeiert hat. Deswegen ist auch die Rolle des Chefaufklärers bei Ihnen nicht so ganz richtig aufgehoben. Schluss mit Herr PPP. Herr Abgeordneter Schalauske, der Schluss, der angekündigt war, müsste jetzt auch mal kommen. Genau. Schluss mit PPP-Projekten für Investitionen in öffentliche Einrichtungen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Schalauske. Für die Freien Demokraten hat sich die Abgeordnete Schardt-Sauer zu Wort gemeldet. Ja, werte Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, es ist schon spannend, welche Aufmerksamkeit die Initiativen, die Rolle der FDP bei diesem Thema hier findet. Die Thematik war bereits Gegenstand der Diskussion im letzten Haushaltsausschuss. Jetzt bringt es die AfD ein. In der Tat, Herr Schalauske, ich habe mich auch gefragt, in meinen Aufzeichnungen geschaut. Die Worte, trotz der Länge der Ausschusssitzung, sie waren spärlich, die der AfD. Wenn Sie das große Forum brauchen, dann scheint es Ihnen nicht um Sachlichkeit und Aufklärung zu gehen. Uns geht es um Aufklärung. Wir sehen uns als Walter der Steuergelder. Das kann man, das sollte Politik immer, wenn sie ehrlich ist, auch bei eigenen Projekten tun. Und Projekte verändern sich. Ich will die Gelegenheit aber gerne nutzen, aus Sicht der Freien Demokraten den aktuellen Stand. Man kann es nur einen Zwischenstand, um die Vorgänge des FIZ zu bewerten. Leider waren die Antworten der Landesregierung zum Dringlichen Berichtsantrag der FDP nämlich sehr allgemein. Im Grunde haben sie eher weitere Fragen aufgeworfen. Eines vorab, die Grundkonstruktion, nicht die personelle Besetzung. Da kann man, glaube ich, durchaus jetzt mal Fragen stellen. Die Verbindung zwischen Wirtschaft und Wissenschaft, die ist spannend und sinnvoll und kann weiterentwickelt werden. Und die andere Seite ist allerdings, hier werden Steuergelder eingesetzt, 23 Millionen Euro Förderung, so die Angaben in all den Jahren. Und wenn dann konkrete Anhaltspunkte auftauchen, sachlich begründet, dass Gelder eben nicht für diesen Förderzweck verausgabt werden, dann ist von Seiten des Parlaments konsequente Aufklärung zu betreiben. Das aber lässt die Informationspolitik des FIZ und der Landesregierung insbesondere vermissen. Es wurden Ende April, der Kollege hat auch schon einige Punkte genannt, seitens der Presse sehr detaillierte Fragen zu auffälligen Reiseaktivitäten der Geschäftsleitung zwischen Russland, Südafrika, Anders Fitz, den Vorsitzenden des Aufsichtsrates, dem Ministerpräsidenten übermittelt. Es wird nach dem Stand von Projekten gefragt, ganz sachlich fundiert. Es wird nach generösen Fortbildungen gefragt. Eine Antwort an die Presse, ein Austausch, erfolgt nicht. Einzig eine lapidare Rückmeldung des Finanzministeriums, komischer Zufall, ein Tag vor der Ausschusssitzung, die öffentlich war,
dass FIZ habe dem Ministerium umfangreich berichtet, man könne keine Verstöße feststellen. Nach vielen Fragen im Ausschuss sagte die Landesregierung, ja, man müsse jetzt mit denen mal klärende Worte führen. Ja, ganz hat unheimliche Konsequenzen. Ist es sachgerecht, im Sinne der Aufklärung die Presse erst zu ignorieren, die durchaus auch einen Dialog angeboten hat, und dann im öffentlichen Teil des Ausschusses dort nachzulesen, die Berichterstattung von zwei eigentlich mir als seriös bekannten Medien als tendenziös und falsch, Klammer auf, nicht huldigend, zu bezeichnen? Vielleicht hätten konkretere Antworten auf die konkreten Fragen das Bild aus Sicht des FIZ ja gerade rücken können. Und die Fragen sind doch berechtigt. Wer kontrolliert in diesem ganzen Summ-Summ die Geschäftsführung eigentlich? Die Geschäftsführung kontrolliert ihre eigenen Verstöße und berichtet darüber. Das ist schon sehr interessant. Und es ist die Frage nach einem wirksamen Controlling in dieser Einrichtung. Und wer kontrolliert dann wiederum die Geschäftsführung? Anscheinend nach der Kommunikationsabfolge nicht der Aufsichtsrat, was ja die Konsequenz wäre bei so einer Einrichtung. Nicht der Aufsichtsrat will Antworten dieser reiselustigen Geschäftsführung, sondern das für Beteiligung zuständige Ministerium. Wir haben aber nur 40%. Deshalb ja konsequent zu denken, der Aufsichtsrat muss doch die Aufklärung einfordern. Und eine weitere Schwachstelle, die es zu beleuchten gilt, ist die Information des Parlaments. Zentral. Hier kommen die 23 Millionen her. Es gibt einen Bericht, auch eine Erkenntnis aus der Ausschusssitzung, über diese Fragen, die Vorgänge, die die Geschäftsleitung an das Finanzministerium adressiert hat. Wir hatten angefragt, eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass wir als Parlament diesen Bericht bekommen. Man muss da noch einmal schauen. Ganz klare Forderung von unserer Seite, dieser Bericht muss dem Landtag und dem Haushaltsausschuss zur Verfügung gestellt werden. Und wenn das vorliegt und es ist fundiert, dann kann man sich fragen, aus der Krise lernen, ist ja momentan ein Wort, in der Kernkonstruktion von uns etabliert, dazu stehen wir und begrüßenswert, aber wir müssen uns fragen, wird da gut mit Steuergeldern umgegangen? Frau Abgeordnete Schardt-Sauer, Sie müssen zum Schluss kommen. Was hat auch diese Konstruktion gebracht? Wie kann man das alles zukunftsfest machen? Denn am Ende, liebe Kollegen, wir reden heute und in den kommenden Wochen noch viel darüber. Hier werden Steuergelder verbraucht, und da müssen wir sehr aufmerksam hinschauen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Schardt-Sauer. Für die CDU-Fraktion hat sich der Abgeordnete Ruhl zu Wort gemeldet. Bitte schön. Ach, da ist er schon. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Eins vorweg. Natürlich ist es Ihr gutes Recht, als Opposition Themen aufzurufen, über die Sie sprechen wollen. Natürlich gehört es zur Aufgabe des Parlaments, den Vertretern der Regierung auf die Finger zu schauen. Und natürlich nehmen wir die Themen ernst und beschäftigen uns auch in dem zeitlichen Umfang, den Sie für nötig halten. Aber ich wundere mich dann manchmal schon über die Schwerpunktsetzung, die die Opposition hier manchmal an den Tag legt. In der Sitzung des Haushaltsausschusses am vergangenen Mittwoch war klar, dass wir wegen der räumlichen Beschränkung nur ein begrenztes Zeitkontingent zur Verfügung hatten. Auf Anfrage der FDP beschäftigten wir uns 1,5 Stunden mit dem Thema. Im Unterausschuss am gleichen Tag auf Bitten der SPD weitere 30 Minuten. Die Fragen wurden von Staatssekretär Dr. Worms umfangreich beantwortet und geklärt. Anschließend blieb kaum noch Zeit, um über die größten Steuerausfälle in der Geschichte unseres Landes zu sprechen. Kaum noch Zeit, um über die finanziellen Auswirkungen der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg zu beraten. Das Thema Reform der Grundsteuer, das für alle hessischen Kommunen von existenzieller Bedeutung ist, musste aus Zeitgründen sogar ganz von der Tagesordnung genommen werden. Ich wundere mich dann schon über die Klagen der Opposition, dass sie nicht ausreichend informiert würde. Erstens ist das nicht zutreffend, da die Obleute und Fraktionsvorsitzenden regelmäßig und zeitnah über die Entwicklungen informiert werden. Und zweitens, weil es ihre eigene Schwerpunktsetzung ist, die eine umfassende Beratung im Ausschuss erschwert. Aber wir reden ja über die Dienstreisen des Geschäftsführers der FIZ. Sicherlich auch ein wichtiges Thema, aber der Umfang, das ist Ihre Prioritätensetzung.
Die AfD stellte in den Ausschüssen, das ist erwähnt worden, überhaupt keine Fragen, um das Thema hier erneut aufzuwärmen. Aber zum Thema. Wir reden über Dienstreisen des Geschäftsführers einer Wirtschaftsförderungsgesellschaft, an dem das Land Hessen und die Stadt Frankfurt zu je 40% und die IHK Frankfurt zu 20% beteiligt ist. Die Gesellschaft unterstützt erfolgreich die Ansiedlung und Entwicklung von Start-ups der Biotechnologie, um den Standort Frankfurt und damit den Standort Hessen nach vorne zu bringen. Wir tun das nicht erst seit Corona, sondern bereits seit vielen Jahren. Und die Gesellschaft ist durchaus erfolgreich. Es ist ja berichtet worden, alle Büro- und Laborflächen sind derzeit belegt. Was Sie angreifen, sind Dienstreisen des Geschäftsführers, die Sie für fragwürdig halten. Dass Dienstreisen grundsätzlich zum Aufgabenprofil gehören, bezweifeln Sie dabei gar nicht. Sie vermuten Verbindungen mit privat bedingten Reisen. Und das ist nach dem Bundesreisekostengesetz aber gar nicht verboten. Die Rückflugkosten müssen auch dann erstattet werden, wenn die privat angehängte Reise höchstens 7 Tage dauert und die Kosten diejenigen des Fluges nach dem Dienstgeschäft nicht übersteigt. Privatbedingte Tage sind da natürlich keine Diensttage. Diese Bedingungen scheinen alle erfüllt gewesen zu sein. Selbstverständlich nimmt der Aufsichtsrat die Berichterstattung in der Wirtschaftswoche zum Anlass, anlassbezogen die Angemessenheit der Dienstreisen und Ausgaben und auch die vereinbarten Vorgaben zu prüfen. Das ist die richtige Vorgehensweise. Der Aufsichtsrat hat aber nicht, jede einzelne Dienstreise von vornherein zu überprüfen. Die Wahrheit ist, die Hoffnung der Opposition war einzig darauf gerichtet, einen Skandal aufzudecken. Es ist aber klar, die Vorgänge taugen nicht zum Skandal. Wie gesagt, liebe Opposition, es ist Ihre Art der Prioritätensetzung. Wir kümmern uns um die Themen, die tatsächlich Auswirkungen auf das Leben der Menschen haben. Das ist der Unterschied zwischen Opposition und Regierung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Ruhl. Mir liegen jetzt keine Wortmeldungen der Fraktionen mehr vor. Dann hat ein bisschen schneller dann. Dann hat der Abgeordnete Kaufmann von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich spare es bei der Rede an Zeit wieder ein, weil ich mich zu spät gemeldet hatte. Ich hatte eigentlich noch auf die SPD warten wollen, aber die wird so wenig dazu zu sagen haben, wie insgesamt zu dem Thema zu sagen ist, weil in der Tat, das hat mein Vorredner ja auch schon dargestellt, in der Sitzung des Haushaltsausschusses, und ich finde, das muss man hier auch noch einmal deutlich sagen, unter Verzicht auf die Diskussion sehr viel wichtigerer Themen für das Land 1,5 Stunden über die Frage diskutiert, ob eine Reise in welcher Form stattgefunden hat und korrekt oder nicht korrekt war. Obwohl im Ergebnis klar ist, im Rahmen des Anstellungsvertrages und im Rahmen der Kontrollaufgaben des Aufsichtsrats gab es nichts zu beanstanden, rein rechtlich. Und außerdem hat der Staatssekretär uns sehr deutlich gemacht, dass natürlich die Presseberichterstattung Anlass sein wird, im Aufsichtsrat die Angelegenheit noch einmal zu erörtern und auch die Frage zu stellen, ob man möglicherweise die Regeln etwas anders beurteilt. Wenn wir hier anfangen, liebe Kolleginnen und Kollegen, auf diesem Niveau zu meinen, man würde sinnvoll kontrollieren das Handeln der Regierung, dann glaube ich, sind Sie auf dem Holzweg. Ich darf Sie daran erinnern, wir haben dafür auch eine sehr bewährte Organisation, das ist der Rechnungshof, der natürlich auch für dieses Unternehmen, für diese GmbH vollumfängliche Kontrollrechte hat. Und deswegen wäre es durchaus vielleicht sinnvoll, dem Rechnungshof einen Tipp zu geben, wobei, so clever wie ich die Kolleginnen und Kollegen im Hof kenne, haben die längst sozusagen das auf ihre Agenda geschrieben, wenn es da einen Hinweis gäbe. Wenn wir hier im Landtag uns mit solchen Themen befassen, dann glaube ich, leidet das Land mehr, als dass es ihm hilft, weil hier müssen wir, glaube ich, gerade in diesen Zeiten wichtigere Themen beantworten. Dass die AfD sich draufgehängt hat auf das, was längst diskutiert war, kann ich nur an den Kommunikationsmängeln innerhalb ihrer Reihen irgendwie erklären, weil es war alles beantwortet, es wurde nichts nachgefragt. Und heute kommt der Kollege Vohl und erklärt uns sozusagen, er hat keine Ahnung. Diese Aussage ist sicherlich richtig, aber dabei sollten wir es auch belassen.
Vielen Dank, Herr Abg. Kaufmann. Als nächstes hat der Abg. Weiß von der SPD-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielleicht zu den letzten Beiträgen von Herrn Ruhl und von Herrn Kaufmann. Herr Ruhl, Herr Kaufmann, wir können schon sehr gut selber entscheiden als Oppositionsfraktion, was wir als wichtig erachten im Haushaltsausschuss und was nicht, und was für Themen wir hier diskutieren und welche nicht. Und dafür brauchen wir nicht Ihre Bewertungen. Ich finde das schon einigermaßen bemerkungswert, dass Sie jetzt hier eine ziemlich dicke Lippe riskiert haben im Fachausschuss. Wir haben es eben schon einmal erwähnt. Anderthalb Stunden haben wir es diskutiert. Nicht eine Frage der Kollegen der GRÜNEN oder der CDU, nicht eine Frage. Auf Twitter, Herr Kaufmann, haben Sie sich sogar noch über die Oppositionsfraktion lustig gemacht, dass Sie hier dementsprechend nachfragen. Ich kann es nur noch einmal sagen, Herr Kaufmann, die Kontrolle der Landesregierung ist nicht alleine die Aufgabe der Oppositionsfraktion, sondern des gesamten Parlaments, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich bin froh, dass es Abgeordnete in diesem Hause gibt, die diese Aufgabe ernst nehmen und nicht bloß schwarz-grüne Hofschranzen sind in dieser Gelegenheit. Und über was reden wir denn hier überhaupt? Ein Unternehmen, das der öffentlichen Hand gehört und 23 Millionen Euro Steuergelder aus der Landeskasse bekommen hat, macht Schlagzeilen mit teuren Dienstreisen, bei denen der Sinn fraglich ist. Es macht Schlagzeilen mit teuren Hotelübernachtungen, die selbst die Schamgrenze von Frau Sinemus übersteigen würden. Es macht Schlagzeilen mit der Übernahme von Zehntausenden Euro Gebühren für ein Studium eines leitenden Mitarbeiters in der Schweiz. Ich finde, wenn der Haushaltsausschuss des Landtags da einmal nachfragt, ob da alles mit rechten Dingen zugegangen ist, dann darf er das nicht nur, er muss es sogar, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vor allem, und das haben wir eben auch schon gehört, weil das FIZ kein normales Unternehmen ist. Es ist ein Leuchtturm von Roland Koch, 2002 erbaut. Der Ministerpräsident hat den Aufsichtsratsvorsitz inne. Wo ist der eigentlich, der Ministerpräsident? Auch eine gute Frage. Ja, er hat einen einzigen Aufsichtsratsvorsitz, Herr Boddenberg. Und das Thema ist deutschlandweit gelaufen in der Wirtschaftswoche. Es geht um Unternehmen. Ich finde, man kann es erwarten, dass der Aufsichtsrat dieses Unternehmens dann auch hier ist und dieser Debatte folgt, wenn es darum geht. Das wäre ein Zeichen dafür, dass wirkliches Interesse an der Aufklärung besteht. Ah ja, ist ja so. Und uns interessieren dabei nicht der Geschäftsführer oder andere Mitarbeiter. Uns interessieren vor allem zwei Dinge. Erstens, hat der Ministerpräsident seinen Aufsichtsratsvorsitz ordnungsgemäß wahrgenommen? Es sitzen, anders als bei anderen Landesbeteiligungen, keine Vertreter der Landtagsopposition im Aufsichtsrat. Im Übrigen auch niemand der GRÜNEN-Fraktion, Herr Kaufmann, sondern neben Ministerpräsident Koch noch die Staatssekretäre Burkhardt und Dr. Worms. Der Ministerpräsident ist ein vielbeschäftigter Mann. Er hat alleine 16 Gremiensitze in Aufsichtsräten, Kuratorien und Beiräten. Und Herr Boddenberg, weil Sie so dazwischenrufen, mit dem Grundsatz 12 des deutschen Corporate Governance Codex, wonach jedes Aufsichtsratsmitglied darauf achten soll, dass ihm für die Wahrnehmung seiner Aufgaben genügend Zeit zur Verfügung steht, habe ich gehört und bzw. in der Börsenzeitung gelesen, haben Sie ja auch so gerade Ihre Probleme. Da ist ja dementsprechend in Ihrer Richtung auch ein bisschen Kritik geäußert worden. An wie vielen Aufsichtsratssitzungen hat MP Bouffier in den letzten Jahren eigentlich teilgenommen? Wie kann es sein, dass laut Landesregierung die erwähnten Sachverhalte keine Verstöße gegen vertragliche Bestimmungen sind? Wie kann es sein, dass der Landesregierung trotz Nachfragen keine Informationen über die Reisen der Geschäftsführung in den letzten Jahren vorliegen? Wie kann es sein, dass die, gegen die sich die Vorwürfe richten, diese selbst aufklären dürfen? All das sind Fragen, die wir vom Aufsichtsratsvorsitzenden Bouffier gerne beantwortet hätten, der leider heute nicht hier ist in der Debatte. Das Zweite, was uns interessiert, was bekommt das Land eigentlich für die 23 Millionen, die es an dieses Unternehmen zugeschossen hat? Wie ist der Output? Wie ist der konkrete Nutzen der Förderung? Im Ausschuss haben wir zu den Reisen nach Russland und Südafrika erfahren, dass sie der Erweiterung des Netzwerks und der Vertiefung von Kooperationen dienten. Abgesehen davon, dass ich weiß, was ich von solchen Formulierungen zu halten habe, kann das ja nicht ernsthaft der Anlass für eine Landesförderung in diesem Ausmaß sein.
Wir werden einmal nachfragen, was bei solchen Projekten wie German Genetics oder dem Angebot zur Auswertung von Corona-Tests an die Stadt Frankfurt, was ja von der FEZ vom Geschäftsführer ausgesprochen wurde, was da tatsächlich dahinter steht und was dabei rausgekommen ist. Hier ist eigentlich eine Landesregierung in der Bringschuld. Wenn sie die verweigert, dann müssen wir uns die Informationen halt dementsprechend in den Ausschüssen holen. Das werden wir tun. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Wormser das Wort. Ja. Herr Staatssekretär, bitte. Ja, verehrte Frau Präsidentin, Hohes Haus, wir befinden uns in der Aktuellen Stunde. Und als Nichtparlamentarier habe ich noch einmal in die Geschäftsordnung des Hessischen Landtags geschaut und dabei gelernt, dass hier Themen behandelt werden können, die von allgemeinem aktuellem Interesse sind. Und da gibt es in diesen Tagen und Wochen ja weiß Gott Interessen, die allgemeiner und aktueller nicht sein können und alles überlagern. Wir müssen mit der Corona-Pandemie eine Krisensituation durchleben, die in der Geschichte unserer Republik ihresgleichen sucht und Herausforderungen und Fragen Stellungen für Staat, Gesellschaft und Politik mit sich bringt, die beispiellos sind. Man sollte meinen, dass unter diesen Rahmenbedingungen ein Klein-Klein, das die politische Auseinandersetzung in normalen Zeiten hin und wieder bestimmt, doch ein wenig zurücksteht. Sollte man meinen. Das sieht die antragstellende Fraktion der AfD allerdings anders und hofft offenbar, Wind unter ihren Flügel zu bekommen, und zwar mit Reise- und Fortbildungskosten bei einer privatrechtlichen Gesellschaft, in der das Land Beteiligungen hat. Warum gibt es das FITZ und was macht es? Das FITZ ist eine privatrechtlich organisierte Gesellschaft in öffentlichem Eigentum, je 40% Stadt Frankfurt, Land Hessen. Die restlichen 20% hält die Industrie- und Handelskammer. Das FITZ ist ein Technologiezentrum, das nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet ist, sondern das jungen Unternehmen aus dem Bereich der Biotechnologie eine individuell auf sie abgestimmte Infrastruktur bietet und junge Start-ups fördert. Dabei profitieren die Mieter nicht nur von günstigen Mieten und umfangreichen Serviceangeboten, wie etwa Hochsicherheitslaboren oder auch eine Kindertagesstätte. Sie profitieren vor allem von einem fachlichen und persönlichen Netzwerk. Denn für kleine Unternehmen sind der Netzwerkaufbau und die Planung von Markteintritten mit erheblichen Kosten, Zeit und Risiken sowie zusätzlichen Know-how-Anforderungen verbunden. Durch die aktive Vernetzung mit Forschungsinstituten und Unternehmen aus der Branche kann das FITZ gezielt nationale und internationale Kontakte vermitteln. Mit diesem Konzept, genau mit diesem Konzept, ist das FITZ in eine Marktlücke gestoßen. Mit über 20 Unternehmen und rund 800 Arbeitsplätzen ist es voll ausgelastet, übernimmt eine aktive Rolle bei der Ansiedlung und Bildung von forschungsintensiven, kleinen und mittleren Unternehmen. Das FITZ setzt so Impulse für die Region und trägt zur Sichtbarkeit des Gesundheits- und Innovationsstandorts Frankfurt-Rhein-Main bei. Herr Abgeordneter Schalauske, hier zeigt sich erfolgreiche Wirtschaftsförderung seit 2002, um die 23 Millionen, die hier genannt worden sind, an öffentlichen Zuschüssen richtig einordnen zu können. Und natürlich entstehen die Möglichkeiten eines Netzwerkes nicht von selbst, sondern Netzwerk muss gesponnen, erhalten und auch weiterentwickelt werden. Ohne Kontaktsuche, Kontaktpflege, persönliche Begegnungen, Kooperationen, Kongressbesuche und Fortbildungsveranstaltungen, auch für die Managementebenen, gelingt dies nicht. Netzwerke mit internationalem Anspruch leben vom Austausch. Und das Aufgabenspektrum der Geschäftsführung eines solchen Netzwerkes ist ein anderes als das eher staatliche eines Behördenleiters oder auch eines Staatssekretärs. Zu den in einem Presseorgan erhobenen Unterstellungen habe ich bereits in den Ausschüssen, auch das wurde erwähnt, Stellung genommen.
Es bleibt dabei, dass nach den uns als Gesellschafter vorliegenden Berichten kein Rechts- bzw. Regelverstoß festzustellen war. Die Dienstreisen wie auch die Fortbildungsveranstaltungen waren dienstlich veranlasst und haben sich in dem Rahmen bewegt, den das geltende Regelwerk in die Entscheidungshoheit der Geschäftsführung stellt. Ich kann Ihnen mitteilen, weil Sie nach dem Aufsichtsrat gefragt haben, dass in den nächsten Wochen dieser Aufsichtsrat zu seiner turnusmäßigen Sitzung zusammentritt, in der nächsten Woche, und sich auf Basis der vorliegenden Berichte und Informationen im direkten Austausch mit der Geschäftsführung noch einmal ein eigenes Bild verschaffen wird. Dienstreisen und Fortbildungsveranstaltungen sind dem Aufsichtsrat gegenüber nicht genehmigungspflichtig. Ich kenne keine Gesellschaft, wo dies der Fall ist, soweit sie finanzielle Grenzen nicht überschreiten und sich im Rahmen des genehmigten Wirtschaftsplans bewegen. Und genau das war hier der Fall. Ob und inwieweit, der Abgeordnete Kaufmann hat es angesprochen, für die Zukunft Veränderungen des aktuellen Regelwerkes wünschenswert sind, die zu einer stärkeren Einbindung des Aufsichtsrats in den laufenden Geschäftsbetrieb führen, etwa durch konkretisierte Unterrichtungs- und Anzeigepflichten der Geschäftsführung. Dazu wird sich der Aufsichtsrat in der nächsten Woche ganz sicher eine Meinung bilden. Ich selbst, wie Sie wissen, bin Mitglied dieses Aufsichtsrats und habe deshalb ein nachhaltiges Interesse daran, Schaden von dieser Gesellschaft abzuwehren. Die Gründungsphilosophie dieser Gesellschaft ist gut. Biotechnologie ist mehr denn je ein Zukunftsfeld allerersten Ranges. Die Gesellschaft ist erfolgreich. Geschäftsführung und Personal sind mit großem Engagement bei der Sache und haben das FITS als einen aktiven, wahrnehmbaren Baustein der Forschungs- und Unternehmenslandschaft. Herr Dr. Worms, ich weise Sie darauf hin, dass die von den Fraktionen vereinbarte Redezeit abgelaufen ist. Auch von einer Bonitätsstufe der Gesellschaft auf Ramschniveau kann keine Rede sein, Herr Abgeordneter Weiß. Ich weiß nicht, wie Sie zu dieser Behauptung im Ausschuss gekommen sind. Mir liegt die Einschätzung der Kreditreform vor. Dem FITS wird danach eine normale mittlere Bonität bescheinigt. Die Zahlungsweise erfolgt innerhalb der vereinbarten Ziele und die Geschäftsverbindung gilt als zuverlässig. Man kann sich nicht ganz des Eindrucks erwehren, und damit komme ich zum Schluss, Frau Präsidentin, dass mit diesem Thema der Aktuellen Stunde insbesondere seitens der antragstellenden Fraktion das Klein-Klein fröhliche Umstände feiert, in der bemühten Suche nach Punkten die Gelegenheit zur Skandalisierung geben. Nimmt man die bekannten Fakten allerdings zur Kenntnis, kann man dazu nur sagen, es ist ein durchsichtiger Versuch mit untauglichen Mitteln am untauglichen Objekt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Meine Damen und Herren, damit haben wir diese Aktuelle Stunde abgehalten.